meine Freunde, damit herzlich willkommen hier beim Karussell Simulator 2015 auf Hof Bergmann zusammen mit dem Tino und dem Freezy. Hallo. Karussell Simulator. So. Wie meinen Sie? Da gab's mal einen. Das nannte sich Visual Rights Volume 2, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, der erste, der war schon in der zweite, der dann noch kam. Das war. Das sind irgendwie Leute, also Entwicklerstudio, was auch mit Viz Games sehr befreundet ist. Das hat schon damals auch gezockt, das war cool. Da konntest du X klicken und da konntest du halt quatschen und das war halt dann auch in-game mit so einer Heilstimme halt. Aber Problem war, du hattest. Also es war halt eine richtige Fahrgeschäftssimulation, die auch schon sehr gut gemacht wurde. Problem war bloß, es gab keine Leute. Die waren halt leer. Ich weiß gar nicht, ob es im zweiten Teil, ob es da Leute dann gab, aber in der ersten wurden die Fahrgeschäfte leider leer. Ach so, es gab keine Mitfahrer. Keine Mitfahrer, ja. Das war einfach nur so zu simulieren, ja. Aber ansonsten wurde das richtig gut gemacht. Alles mit Lizenzen und so, ne? Das war jetzt nicht irgendwelche Nachbaudinger. Hm. Das war schon cool. Ach, war das cool. No, das war kein schlechtes Spiel. Also für Leute, die sich dafür interessieren, und da gibt es eine Menge. Das ist halt auch so eine eigene Nische in der Nische, aber für die, warum nicht? Eine eigene Nische? Es gibt ja bei Simulatoren nur noch 1000 Nischen. Weißt du, was eine Nische ist, Junge? Das ist das, was du immer säufst nach den Partys. Die ganzen Nischen von den anderen, die säufst du immer. Boah. Was macht er denn? Warum hat er denn jetzt... Was hat er denn so? Wir hätten auch noch das Gras da rausnehmen können und ins Silo packen können, oder? Nee. Welches Gras in welches Silo? Nein! Ne? Boden weg vom Gras. Achso, da brauchen wir für die Mutterfische. Ja, für die Muttererde. Das Gras wird abgepackt und verkauft. Genau. Aus Holland. Schönen 1 Kilo Päckchen. Ja, das ist so das Durchschnittliche, was die Leute so vor Ort abnehmen. Mhm. Achso. Ja. Das will ich mit dem Kram geben, Kilo. Ja, hier ist der Wochenbedarf etwas höher. So, ich überlege gerade, warte mal, was muss man noch machen? Steht hier irgendwo noch so ein roter Anhänger rum? Wir müssen da. Ja, unten. Wo ist hier? 2320. Nicht der? Ich meine so einen großen. Da steht immer noch da unten. Ja. Am Feld. Ja. Da stehen zwei. Du siehst so aus, als hättest du nichts zu tun. Da stehen nicht zwei, weil einer steht hier oben unter dem Silo. Hinter dir sogar oder neben dir oder wo auch immer. Aber jetzt. Da. Ja. Aber was? Nix. Ja, was denn? Ja, nix. Mann. Tatsächlich steht er immer noch hier. Haben wir noch eine Sämaschine für Kartoffeln? Ne, wir haben zwei Direktsaaten. Okay. Wir haben sogar mehrere Direktsaaten, oder nicht? Könnte sein. Ja. Ja, nee. Nicht verwechseln mit Augen. Ich dachte, Tino kauft jetzt den schönen Viehwagen. Was machst du, Freezy? Ich weiß es nicht. Das ist ja, genau das habe ich mir gerade gedacht. Genau das habe ich mir gerade gedacht. Dann. Ich tue jetzt ansehen, helfen. Schnabuliere dir die Sämaschine. Ich fahre jetzt. Das Einzige, was ich jetzt noch tue, ist. Unter die Getreide, unter die Weizentrocken und diesen Anhänger stellen. Und. Das Saatgut zu der Salatproduktion fahren. Und dann werde ich. Mit ansehen, falls wir noch eine Sämaschine haben. Wir haben, glaube ich, hier nur zwei. Oh, habe ich ein Pech. Nee. Ärgerlich. Nur zwei. Ärgerlich, ja. Ärgerlich. Das hat ja so gerne, oder? Hm? Das hat ja so gerne, ne? Ja. Mach ich. Was könnte man denn... So, nichtsdestotrotz müssen wir hier nochmal kurz schauen, wie es aussieht. Ist jetzt den Anhänger da weg oder was hast du? Bei dem Biogas. Welchen Anhänger? Ja, ich dachte, ich muss meine Sämaschine auffüllen. Ich dachte, du fährst den. Kann ich wegfahren, ja. So. Weiß allerdings nicht, wie viel Saatgut noch drin ist. Ich glaube 2000. Also hier sind nur 3% drin. Das nein, hier. Ey, in meiner Sämaschine. Na, geballt so noch 2 Viertel. Na, das reicht.
Nicht. Nicht. Nicht ansatzweise. Dann müssen wir kaufen, nützt nichts. Wir können so schnell nicht nachproduzieren. Das ist das Problem aktuell. Dann soll ich die trotzdem jetzt erstmal leer machen? Nein, füll gebeizte Saatgut da rein. Den Rest. In die Seemaschine. Tatsächlich kommt in die Seemaschine das Saatgut. Ich habe mich ja gerade gefragt, ob ich das noch erst leer machen soll, das gebeizte Saatgut. Na sicher, hau rein, dafür ist es da. Einfach reinhauen, bis alle ist. Und dann, entweder haben wir bis dahin Neues produziert und wenn nicht, dann müssen wir halt tatsächlich welches kaufen. Wir müssen welches kaufen. Nützt nicht. Bei der Spülgeschwindigkeit. Was von der Geschwindigkeit? Bei der Spülgeschwindigkeit. Ach, Spul. Ich habe jetzt mal auf 5 schon hochgenommen vorhin, weil es lief ja die ganze Zeit auf 1. Ja. Ach, ich kann die ja gar nicht aufhören, weil hier noch was drin ist. Geht es wieder nicht? Ja, dann spritzt das schon mal, ja. Ja, aber 3%. Ja. Muss doch gehen, das gibt's ja gar nicht, verstehe das einfach nicht. Doch so ein hässlicher Bug. Wir machen Kartoffeln. Konnten wir hier auf der Map konnten wir keinen Diesel produzieren, ne? Nee, glaube nicht. Nein. Das war drüben. Hm, schön gedriftet. Fängst du auf der anderen Seite an? Dass wir uns hier nicht in die Quere kommen? Ja, ich muss nur uns. Warte. Achso, ja, stimmt, da ist ja eh nur 3%. Das ist echt schade erstmal von diesem das fände ich ganz cool, wenn man diese Getreide hier, also diese Saatgutproduktion, wenn man da einfach das irgendwie so upgraden könnte, wenn man da so mehr, weißt du, wie ich meine? Huch. Ja, ja. Dass sie schneller produziert oder dass man da einfach noch welche dazu kaufen kann. Können wir uns nicht irgendwie so eine platzierbare kaufen oder rein? Nee, die gibt's nicht. Diesen Seedmaster, der ist fest verbaut. Das ist das Problem. Okay. Echt wenig rein hier. Komm mal bitte zu mir, Randy, wenn du mal hin kannst. Ich bin schon wieder oben am Hof. Was hast du denn wieder gemacht? Möchte ich nicht sagen. Oh. Nee. Kriegst du aber auch nicht hin, ne? Nee, wir warten jetzt ja eigentlich der normale Einkauf. Gute Frage. Musst du trotzdem kaufen, wenn mich nicht alles täuscht. Müssen wir Saatgut kaufen? Ich glaube, du musst das trotzdem kaufen. Das normal. Und lagern. Oh, dieser Bremsweg. Geil. Na ja, gut. Dann stelle ich die Saatmaschine auch schon mal kurz hier ab. Der rote ist der Case Puma 160, ne? Mhm. Na, du setzt dich jetzt nicht zurück. Warum? Weil ich jetzt. Ich komme jetzt erstmal runter und guck, was du wieder hier produziert hast. Wo stehst du denn unten am Feld? Ja. Zwischen 23 und 24 auf dem Feld. Ich seh's schon von dir, irgendwas mit dem Boden. Baum. Nee. Die hat nichts mit dem Baum zu tun. Aber ein Busch. Ach, du hast dich auf den Busch aufgebockt. Okay. Ey, Fisi, das hier ist nicht zwei Loops auf dem Drecker, ja? Ne? Wollte ich nochmal festhalten.
Er setzt zurück, wenn ich mir die Chaussee hier so angucke. Mit Allrad, Differentialsperre oder? Nee, der hat sich ja richtig in den Busch aufgebockt. Achso. Nee, so war das nicht. Sag mal, hatten wir nicht die Frontladertechnik hier unten gelassen? Bei der Salatproduktion? Eigentlich schon. Warum ist denn... Hä? Genau, hier ist überall von dem Feld ist ein Gedenkstein. Geweihte Erde, Wendepunkt der Reformation. Was soll das heißen? So hörst du mir zu. Das habe ich, glaube ich, schon vor 30 Folgen erzählt. Echt? Ja. Nein, im Blitz von Himmel, Worte, der junge Lothar. Hier der Weg, geschissen. Okay. Bitte. Wer hat wohin geschissen? Der Lothar. Der Lothar. Wo sind denn? Wir hatten unten bei Mais definitiv etwas liegen gelassen. Oh, zwei, alle beide am Hof. Wir hatten den dann wieder von da unten nach da hoch gefahren. Keiner. Sehe ich auch nicht. Wer hat sie mal zurückgesetzt oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist doch scheiße. Parkplatz. So, gucken wir mal kurz hier. Dünger fest. Dünger flüssig. Flüssig. Hier oder was? Was suchst du jetzt? Wo wir unser Saatgut kaufen. Ich glaube, unten könnte unten an der Reifeisen sein, wo die Säcke stehen. Aber selbst da haben wir Probleme, weil die Reifeisen hat zugemacht, so wie der Rest auch. Ja, 21 Uhr. Und auf die Kälte kann ich die Zeit nicht beeinflussen. Der Taste. Beschissen eigentlich, wir müssen spulen. Ja, warte mal kurz. Also wir müssen gar kein Platten mehr. Richtig. Ein bisschen ist noch am Hof, oder hast du das schon geholt? Ne, die 2-4er. Das ist ein bisschen was von der Saatmaschine, halt, das war's. Ja, damit reißen wir auch keine Baumstämme aus. So. Bloß, wo wird denn normales Saatgut gelagert? Haben wir da überhaupt ein Lager am Hof? Ne, es gibt ja nur Beizes. Ich bin nur der Meinung, das muss man irgendwo kaufen. Also nicht kaufen außerhalb, sondern irgendwo am Hof. Ich weiß ja nicht, wie wir es am Anfang gemacht hatten. Wir hatten ja am Anfang auch noch kein Richtes gehabt. Hm. Also gegen Beizes. Aber was weiß ich, das ist schon so lange her. Oder bin gleich am Hof. Ich glaube, das war da oben, oder? Hier ist die Tankstelle. Ne, das war eine Werkstatt hier. So, ein Frontlader hat der dran. Das ist nur Wenn ich dann warte, aber noch eben mit Spulen. Ich habe hier 54% jetzt drin. Dann mache ich das Feld eben fertig. Dann haben wir dann. Wirst du mit 54% nicht fertig kriegen? Auch nicht? Nee. Okay. Das ist so hart, aber mach trotzdem, ne? Ja, klar. Und ich suche hier. Das ist doch schon was Game. Boah, mein Gott, leck der Scheiße. Bin aber ein Idiot. Ja. Der hat ja überhaupt keine Frontladerkonsole, der Deutz. Ne. Oh, also, heute ist der Wurm drin. Na gut, dann... Alter. Der da unten ja eigentlich fehl am Platz. Könnte man den hier am Hof lassen? Welcher hat denn jetzt noch eine Frontladerkonsole? Der Klaas, der war es hier nicht. Das war der auf Ackendorf. Das war der ERC, oder? Muss ich mal gucken. Ja.
Wir sind auch erstmal fertig. Gut, dann würde ich sagen, Däumchen da lassen, nicht vergessen, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal vorbeischauen und bei den anderen vorbeischauen, ne? Bis dann, ne? Tschüss.